Willkommen zurück bei Darksiders 3. Wir spielen noch preview-technisch ein bisschen. Ja. Machen wir uns weiter auf den Weg hier, weil ich glaube, da hinten kommen wir nämlich nicht weiter. Und mir fehlt es an Fragmenten. Ich habe noch ein Heilfragment, habe ein bisschen viel Schaden bekommen im Kampf gegen den Riesenhornkäfer. Ich würde ihn Riesenhornkäfer nennen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Bezeichnung für ihn. Oh mein Gott, ein Mensch! Es ist genug! Genug! Ist das auch nicht gefährlich? Doch, ist es. Aha, du bist tot. Und bis hierhin kriege ich bestimmt keinen Explosionskäfer hin. Aber wenigstens habe ich jetzt verstanden, wie Explosionskäfer funktionieren müssen. Ein Tooltip hätte an dieser Stelle geholfen. Moment, ich bin verwirrt. Rede mit mir. Womit kann dir das dir zeigen? Wie du willst. Oh, sorge dafür, dass sie schreien. Shit. Womit da? Ich dachte, ich krieg bei ihm vielleicht. Eine ausgezeichnete Wahl. Wie du willst. Oh, automatisch eine Aufholung von der Erholung der Nephilim. Und dann war ich doch auf dem richtigen Weg. Muss man mich ganz kurz orientieren. Komm mit, kleiner stinkender Käfer. Darunter wird definitiv der falsche Weg sein. Ach, von hier kam der Käfer, ne? Das ist wieder eingestürzt danach. Warum bin ich nicht hier lang gegangen? Oder bin ich das? Nee, ich bin hier nicht lang gegangen. Das war der richtige Weg. Ah! Nein! Na, scheiße. Ah, gut, da ist der direkt. Der Respawn. Komm mit, Kleiner. Fress dich mal direkt voll. Und dann können wir von hier aus die Spinnenweben da hinten kaputt machen. Das ist die Idee dahinter, nicht lauf von unten. Ach, das. Moment, wir. Ah, jetzt verstehe ich. Wir müssen Käfer von unten holen. Den hier vorne absetzen. Also hier oben absetzen. Einen der Käfer benutzen, um das hier vorne kaputt zu machen. Und anderen Käfer benutzen, um das dahinter kaputt zu machen. So, weg mit dir. Das ist der Sinn dahinter.
Genau so funktioniert das. Wer bekloppt, ey. Dumm, Rätsel gelöst. Sie sind nicht kernbehindert. Ich wiederhole, sie sind nicht kernbehindert. Sie konnten ein Videospielrätsel lösen. Musik in meinem Ohr. Spüre das Brennen. Zerstückeln. Jeder braucht ein Hobby. Ich hoffe, du hast mir etwas übrig gelassen. Ich versuche es nicht allzu sehr zu genießen. Oh, das ist bedauerlich. Muss ich das selbst machen? Ich muss es selbst machen. Nimm das, Zorn! Scheiße, da muss ich natürlich reinhüpfen, ne? Nein! Ah! Der Hund guckt mich schon an. Was ist schon wieder los mit dir, Herrchen? Warum muss ich hier starten? Das ist wirklich schlimm. Ja, der Weg wird frei sein, denke ich mal. Man muss nur einmal das Rätsel lösen. Was übrigens doof ist. Ich kann ja immer noch nicht meine Fähigkeiten-Kram da oben machen, ne? Das sind meine Seelen. Na toll. Ich war so im Flow. Ich war schon in einer anderen Sphäre. Ach, jetzt sagt er mir, wie man Zornangriffe ausführt.
So ein Wichs-Spiel, Entschuldigung. Ja, schön, dass ich meinen Zorn verbraucht habe jetzt. Sehe ich im Tooltip, wie ich einen Zornangriff mache. Keinmal im Spiel erwähnt, dass ich LB und RB halten soll, um Zornangriffe auszuführen. Was sagt uns das? Guck dir deine scheiß Skills an, du Penner. LB, RB. Scharlachroter Schlag, da unten steht er. Hätte vielleicht alles schon einfacher gemacht. Ach, vielleicht liegt es daran, dass ich heute nur Bananen gegessen habe und einen Apfel. Und zwei trockene Toast. Jetzt könnte man sagen, oh, der Proof, der ist auf Diät. Nein, der Proof ist nicht auf Diät. Es gab noch keine Zeit zu kochen. Aber nach dieser Folge koche ich. Damit die letzte Folge vom Preview richtig scheiße wird, weil ich einen Tag Pause dazwischen hatte beim Spielen. Aber heute war einfach zu viel zu machen. Beziehungsweise zu viel zu spielen. Wahrscheinlich habe ich den Tooltip beim ersten Mal nicht gesehen für den Zornangriff. Scheiße, zu früh. Zornangriff vernichtet. Ja. Tritt 4. Ich frage nun, Engel und Dämon, seid ihr aus freiem Willen hierher gekommen? Die Grundsätze der Aushöhlung verlangen es so. Ja, Fürst des Abgrunds. Ich auch. Ihr beide kämpft diesen Krieg seit Anbeginn der Zeit. Ihr seid müde, doch die Unsterblichkeit gönnt euch keine letzte Ruhe. Allein der Fürst des Abgrunds kann euch dieses Geschenk gewähren. Die letzte Erlösung. Eure Seelen werden nicht mehr immer wieder in den Kampf der Himmel und Hölle geschickt. Sie gehören jetzt mir. Und ihr seid endlich frei. Die ungestüme Kreatur erwacht. Verblendete Schachfigur des feurigen Rates. Weißt du überhaupt, wo du bist? Ich weiß genau, wo ich bin. Der Gestank verrät dich. Der Abgrund ist selbst eine Hölle. Wohl wahr. Doch nur ich allein herrsche darüber. Was hast du ihnen angetan? Nichts, das sie nicht gewollt hätten. Ich sehe dir deine Ungewissheit an. Die wahren Folgen dieses sogenannten Kriegs um das Gleichgewicht übersteigen deinen Verstand. Vielleicht sollte ich dich aushöhlen. Eine Beobachterin
Das bestätigt, was ich bereits vermutet hatte. Du bist nur eine Marionette. Der Rat benutzt dich für seine eigenen Machenschaften. Genug! Im Gegensatz zu dir bin ich nicht hier, um mich zu bereichern. Die 7 Todsünden müssen ein für alle Mal besiegt werden, um das Gleichgewicht zu schützen, das du so verhöhnst. Ich lasse mich nicht aufhalten. Sie spricht die Wahrheit, mein Fürst. Und sie ist beharrlich, gelinde gesagt. Deine Worte bedeuten mir nichts. Sie stinken nach Lügen. Mir dein Bemühen im Gleichgewicht. Ich bin am Überlegen, wer ist er nochmal? Vor allem, warum kommt er nach der Schlacht mit dem Typen? Das ist alles aber relativ einfach gehalten. Der schickt mir bestimmt jetzt was Größeres. Das ist mehr als ein Kampftest. Eine Demonstration, Reiter. Du bist immer schnell kampfbereit, mit der Peitsche gezückt. Wahre Rechenschaffenheit erfordert wahre Einsicht. Wenn das ein Test war, hast du nichts bestanden. Einem hohen Impuls zu widerstehen, zeigt eine ganz andere Art von Stärke. Spar dir die klugen Worte. Ich kenne meine Stärke. Und wenn ich sie dem Rat demonstriere, werde ich allein die Reiter anführen. Die 7 werden zerstört. Ebenso wie ihr Ziel, die Welt noch schlimmer zu machen als die Apokalypse, die wir bereits kennen. Nun denn. Das hier wirst du brauchen. Eine Flammenfähigkeit? Zu welchem Zweck? Selbst ich weiß, dass man sich manchmal für eine Seite entscheiden muss. Nimm diese Waffe in dem Wissen, dass ich meine Wahl getroffen habe. Doch beherzige dies, Reiter. Das Universum hat so viele Gesichter. Dein Überleben hängt von dem ab, was du hier gelernt hast. Du musst über das hinausschauen, was dir aus dem Spiegel entgegenblickt. Gut. Können wir jetzt gehen? Noch nicht ganz. Wir müssen noch über Abraxas reden. Abraxas? Ein Dämonenwichtigtuer. Wenn die Erde intakt bleiben soll, muss er beseitigt werden. Er gefährdet dein Gleichgewicht. Seine Seele muss zu mir gebracht werden. Verstehe. Und das soll ich übernehmen. Wer könnte es besser? Ich ziehe es in Betracht. Keine Garantie. Dann hinfort mit dir und deiner Beobachterin. Eine Flammenfähigkeit bekommen. LB und B. Übrigens, es kann wirklich sein... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ah ne, ich bin nicht stärker geworden. Ketten der Verachtung. Ich bin irgendwie irritiert. Also entweder bin ich noch in der Preview-Demo-Version drin oder es ist der Full-Release und irgendwas ist hier falsch. Ich habe gerade noch... Ja, ich denke mal, es wird einfach Preview-bedingt jetzt eine andere Stelle sein, oder? Die Flammenfähigkeit. Etwas ändert sich in mir. Ich spüre, wie ihre Macht meine Hände durchströmt. Egal, wir gucken einfach mal. Achso, wir werden unempfindlich gegen extreme Hitze. Ich spüre nicht. Würde ich durch einen Teich warten. Aber schon geil. Ah.
Sehr cool. Fantastisch. Ein einfaches Versteck. Meister des Spiels wie ich, die wissen es. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Abschnitt normalerweise nicht so erreicht wird. Moment, komm noch mal raus. Ich möchte ja nun eben ein paar Seelen anbieten. Womit das uns beiden Spaß macht, wie du willst. Aber ich bin halt einfach nur irritiert, deshalb, weil ich am Anfang nichts gesehen habe. Ich habe, also so preview-technisch, dass dann irgendwas fehlt. Drücke Y, um Angriff mit der Flammenfähigkeit auszuführen, okay. Ah, okay. Verstehe. Ey! Hier ist das Skelett. Die Flammenfähigkeit ist irgendwie ein bisschen schwächer. Ah, ich sehe. Ich sehe, also bin ich. Eine gewisse Ähnlichkeit ist zu erkennen. Dass er gerade die ganze Zeit über mich drüber geschlagen hat. Ach, der explodiert auch noch am Ende. Sesam, öffne dich. Dann werde ich später auf B wahrscheinlich noch die dritte Fertigkeit kriegen. Also Feuer und noch irgendwas. Ich glaube, sie kriegt dann irgendwie blaue Haare, aber ich glaube, Wasser ist es nicht. Oder Elektrizität oder was auch immer. So, von da sind wir gekommen. Der Weg da ist eingestürzt, also können wir nur hier lang. Okay.
Was, ein Bogenschütze? Stimmung gefunden zu haben. Freut dich das nicht? Ja, anbeten. Wir können ruhig mich anbeten. Irgendwas Wundervolles? Nein. Werde ich beide relativ zeitnah auslösen müssen, oder? Vielleicht sind diese Netze kein Hindernis, sondern haben einen Nutzen. Ob man damit diesen Kristall erreichen kann. Ah, sehr schön, das habe ich beide gleichzeitig ausgelöst. Easy. Interessant. Diese Kammern liegen fehl am Platz. Sie sind alt. Weder Himmel noch Hölle. So viel ist sicher. Das ist vielleicht korrekt. Ein frühes Zeugnis der Menschen. Vielleicht. Und mehr dazu vieles, noch Herren, beim nächsten Mal. Besonders was den Verstand der Menschen.